Hallo, meine liebe Freunde, heute am Montagnachmittag um 15 Uhr öffnen wir mal wieder ein Paket. Und zwar ist das ein Kauf vom lieben Viktor von den Heavy Cards aus Appenweier, wo ich auf jeden Fall mit euch zusammen schauen möchte, was habe ich mir da nochmal erworben und macht es einfach Sinn, diesen Karton jetzt aufzumachen und dann vielleicht doch als Lost Karton wieder unter den Schreibtisch zu stoßen. Das werden wir jetzt sehen, weil ich habe echt gar keine Ahnung, was ich da erworben habe. Und da es ein großer Karton ist, könnte es, ich weiß wieder, etwas Großes sein. Und das ist es auch. Es ist ein Kauf für meine OVP-Sammlung. Denn wir haben hier drinne einmal zwei Weltmeisterschaftsdecks. Einmal das London-Deck, The Shapes of Mew, mit einem wunderschönen Sleeve drin, die wir aber OVP lassen. Da muss ich mal schauen, Acrylcase hin oder her, was ich mir holen möchte. Und zwar haben wir hier einmal drin, Spiel wie ein Champ, das Deck der Weltmeisterschaft von André Chasson. Den Namen spreche ich wahrscheinlich falsch aus. Ihr werdet es besser kennen, denn ich habe von der Weltmeisterschaft nicht viel mitbekommen. Da die Zeit einfach fehlt, um sich da wirklich reinzuhängen. Da ich versuche hier mit euch zusammen auf jeden Fall was zu reißen. World Championship 2022 ist das erste Deck. Das London Deck. Dann haben wir das zweite hier auch London. Ice Rider Palkia. Hier können wir noch eine wunderschöne Coin sehen. Die haben wir da auch. Mit einem Pikachu. Ein wunderschönes Leaf wieder. Das Leaf ist das, oder? Ist das ein Deck, ein Deckholder? Der Pikachu Coin hier oben drin. Da können wir Ur-Palkia Vista sehen. Wunderschöne Karte. Und hier hinten nochmal das gleiche aufgeführt, was wir da in diesem Karton haben. Die werde ich aber OVP lassen. Werde gucken, dass ich mir dafür von tcg-cases.de auf jeden Fall Acrylcases holen werde. Denn das ist mein absoluter Bro. Dazu kommt auch im nächsten Jahr nochmal ein Video. Denn ich habe ja 10, 20 Acrylcases bestellt. Habe alle, bis auf eines, schon zusammengebaut. Denn das eine möchte ich mit euch zusammen im Video zusammenbauen. Um nochmal darauf einzugehen, was die für wahnsinnige Ware bieten. So Leute, das war das Video vom Montag 15 Uhr. Seid gespannt, um 18 Uhr heute Abend. Fangen wir mit dem ersten Booster an aus den drei Displays Yu-Gi-Oh! Legendary Duelists auf Deutsch. Welche wir zusammen auf diesem Channel als Master vollsammeln wollen. Das kann ich aber nur, wenn ihr mit dabei seid. Und abonniert gerne, lasst einen Daumen nach oben da, kommentiert bitte. Und ich kann nur sagen, bis zum 18. Video. Let's go, come on and catch it all. Euer Pokémoni.